Dämlich auf der Karte. Ich glaube, ich bin in. Ja, ich bin bei Jay. Okay. Gerade in dem Moment, wo du das gesagt hast. Ich habe dort meinst du, man kann hier so einen Spawner bauen, wenn man einfach diese Festungsblöcke nimmt und daraus einen Spawn, also so eine Cave baut? Meinst du, die spawnen dann da drin? Oh, also die Viecher spawnen ja eigentlich nur in der Festung. Jetzt die Frage, ob das festgelegt ist, dass die halt nur in diesen Bereichen spawnen können oder ob die einfach nur auf diesen Blöcken hier spawnen. Was ich meine? Ich denke eher im Bereich. Halt. Dass wir einfach irgendwo in dem Nether hier so einen riesigen Raum bauen, nur mit nur aus diesem komischen Zeugs hier. Vielleicht spawnen ja dann andere. Was sagt denn Google hier? Ach, ob dieser spawnen kann. Wither Skeleton. Alter, dieser Fick schon. Was braucht man denn noch alles für den Wither? Deine Mom braucht man auch noch dafür. Die Schilde. Ja, man braucht ja noch mehr dafür. Aber nichts halt irgendwie farmmäßig wichtig ist oder so. Hat jeder Unmengen. Hallo, ich finde, dass die neuen Wither-Schädel zu schwer zu bekommen sind. Ich meine, wenn man in eine Nether-Festung geht, findet man sowieso nur selten diese Skelette. Dafür gibt's ja den Nether-Stern, das ist ja auch ein geiles Ding. Was macht denn das? Da kannst du so ein. Ich weiß nicht, wie das. Was hundertprozentig genau das macht, aber das ist, glaube ich, so ein Strahl aus dem Boden und dann kannst du dann irgendwie dich verbessern. Da habe ich doch eine Leuchtdinger erklärt. Ja, ich wusste gerade. Wie heißen die denn? Leuchtfeuer. Ja, guck, weil. Jay, ja, du hast halt einen maximalen Wirkungsbereich von 40 Blöcken und da hast du dann halt einen Buff auf dir drauf. Keine Ahnung, irgendwie schneller abbauen oder mehr Schaden. So kann man Scheiß die halt mitnehmen und quasi. Ja, die musst du ja umständlich aufbauen, diese Leuchtfeuer, ne? Ach, wenn du die abbaust, dann hast du nicht ein Leuchtfeuer in der Hand. Nee. Deswegen frage ich mich auch, was der Sinn daran sein soll, dass das halt nur 40 Blöcke weit geht, weil was will man in dem Radius denn machen? Irgendwann hast du ja alles abgebaut oder. Keine Ahnung. Aber vielleicht für PvP ganz nützlich. Ja, aber der andere, der dann kommt, hat ja auch den Buff. Am Reil, wenn du LOL. Ja, dann vielleicht doch nicht so. 31 Eisenbarren braucht man dafür. Ja, für den größten. Nee, für den größten brauchst du 1476 Eisenbarren. Wie viel? Was? 1476. Das ist ja nicht so viel. Aber anstatt Eisenbahn können auch Gold machen, Smaragde oder Diamanten. Blöcke ja, gut, mit, dann ja. Hat man das ja also locker. Du hast Looting 3, ne? Ja. Also hier steht, einer hat ungefähr eine Stunde mit Looting 3 gebraucht. Um für die ein? Drei Schilde zu kriegen. Mit alle drei. Ja, soll machen, wa? Ja, ich gucke gerade, ob sich einer sagt hier von wegen, man kann aber auch so einen Raum bauen. Ah, oh, endlich bin ich wieder da. Das war doch erfolgreich, so geht's so. Ich glaub, sagen wir mal durch die Festung und gucken wir mal, ob ich noch irgendwas finde. Ja, ich bin ja bei den komischen Lohn da um die Ecke. Ich bleib mal kurz hier stehen. Wow, was ist das denn für ein Dicker? Na, Alter, chill mal ein bisschen. Leute, hier sind zwei so. Magma Blobs, aber ich kann die nicht hauen. Ach jetzt. Mein Gott, Dennis, ey. Was soll das denn immer? Immer dasselbe mit dir. So, Amboss, ich bereite mich. Wie halten die denn bitte aus, ey? Dann geht doch. Willkommen. FK. So, Bitch, die. Ach, da vorne regnet schon wieder. Alter, wieso muss das denn immer regnen? Ich hasse Regen. Was ist denn eine Poisonous Potato? Kann man damit irgendwas Tolles machen? Kennt das irgendjemand? Nein, nee. Kennt man nicht. Eine vergiftete Kartoffel ist das quasi. Poison. Ich vorher noch nicht gesehen im Inventar. Ich glaube, die solltest du lieber nicht essen. Klar, du machst rein. Tust. Ha, die guck tust. Mal, ich hab dir Kartoffeln mitgebracht.
Schade, dass die Hunter auch so heißen. Ach, und bei mir wird auch wieder regnen, echt. Ach, man braucht ja echt 3 von diesen Schädeln dafür. 300 Lebensenergie hat das Vieh. Na dann. Ach, auf Seelen gebaut. Tja, dann wollen wir den Street mal anbauen. Wie ist das bei Kartoffeln und bei beim Möhren? Brauchen die auch Wasser? Jay, weißt du das? Was? Ob Kartoffeln und Möhren Wasser brauchen und wenn die ja, wie? Ich glaube 4. Wie Weizen. Da ist es das Amboss. Was ein Iron Block? Alter, der voll teuer Scheiß Amboss. Aber schon geil, wenn man den ja zukünftig reparieren kann. Ja, das stimmt. Wobei jetzt die Fahrer das kostet. Wenn der jetzt voll ein Ding. 60 Level kostet, dann. Ich meine ein Ding. Eine Diamanthacke beispielsweise. Das kostet Level Sachen zu reparieren. Nee. Ja, die Hebel kann aber uns mit zu Hause rumstellen. Na, verarschen? Was ist denn das jetzt hier für ein Problem? Lol, der hat 3 Lohnstäbe fallen lassen. Also Blaze Rocks. Nice. Erfahrungskosten 30. Ach, das kostet doch 30 Erfahrungen oder wie? Nur man kann die auf jeden Fall dann behalten oder was? Ja, die gehen dann nicht kaputt. Ah. Da ist nochmal so ein Viech. Hä? Ja, die bist du noch hier in der Festung. Der ist gerade AFK. Warum zur Hölle kostet das? Wenn ich meine Diamantspitzhacke, die verzauberte, nach rechts packe in den Slot, dann kostet nur 23 Erfahrungslevel und wenn ich dann links packe, 30. Was für ein Sinn? Ja, keine Ahnung, ist rechts nur irgendwie halb reparieren oder so? Kein Plan. Mal reparieren. Müsste Hardy dann wahrscheinlich fragen. Fällt das Ding wenigstens wieder erstmal. Wohl Lack wäre auch noch eine gute Sache. Leute, kostet es doch 30. Ach, am Arsch! Alter. Du. Fuck. Alter, ich glaube, ich war die ganze Zeit nur farm in der letzten Session, ey. Die wir da vor 4 Wochen hatten oder so. Alter Falter, habe ich hier viele Sachen. Na, ist doch auch mal nett. Ich wollte gerade sagen, was bescheißt du dich denn? Nö. Alles super.